Servus Freunde und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute wieder ein kleines Video zu meinen Taktiken, Anweisungen und zu meinem Team. Viele von euch wollten es wissen, denn ich habe nämlich letzte Weekend League ein 20-0 geholt. Gleich nochmal vorab, bevor hier irgendwelche Kommentare kommen. Ich bin kein E-Sportler oder will mich auch nicht hier als krasser oder überkrasser Zocker hier betiteln. Ich denke, ich bin ein guter Casual-Spieler, würde immer meine 18 Siege mindestens holen, wenn ich durchspiele. Und ich habe jetzt mein 20-0 geholt und deswegen wollten viele von euch meine Taktiken wissen. Ich sage auch, für jeden Casual-Spieler nehmt nicht die Taktiken von E-Sportlern an, weil die zocken ganz anders als ihr. Natürlich würde ich mich auch freuen, wenn du den ganzen hier ein Däumchen nach oben da lässt. Schau dir das Video auf jeden Fall bis zum Ende an, weil ich glaube, ich kann dir dadurch auch viel helfen. Und hau mal gern in die Kommentare, welche Formation du gerade spielst, wieso dein Team aussieht, beziehungsweise welche Taktiken und Anweisungen du nimmst oder vielleicht von mir auch übernimmst. So, ich will jetzt auch gar nicht lang schnacken, wir gucken rein. Sind wir auf der PS5 angekommen, will ich euch nur kurz zeigen. Ich habe ja noch 1 Million ungefähr rumliegen, plus ich habe noch 3,5 oder 3,6 Millionen investiert in 89er für 33 gekauft. Das Ding glaube ich gerade bei 36. Soll hier kein Trading-Tipp-Video sein, aber ich möchte euch nur sagen, dass ich eventuell, wenn ich hier noch alles verkaufen werde, auf meine 5,5, vielleicht 6 Millionen komme mit Profit. Seid die nächsten Streams auf jeden Fall dabei, weil ich habe hier noch 90 Packs Birke, das gleiche. Und wir haben nicht nur irgendwelche Packs, das hier sind schon schlechte Packs. Die hier alle, man sieht die gar nicht, die ganzen guten. Wir haben noch 25x 83 plus, das ganze 3x. Das war diese Token, die man abgeben musste für 25 oder 20. Dann haben wir die Doppel 85 plus Upgrades, habe ich 10x. Ich habe glaube noch die ganzen 83 plus 5x und 84 plus 5x. Also ich werde mindestens 40 solche Upgrades haben. Deswegen verpasst die nächsten Streams nicht und ich hoffe, dass ich daraus auch noch ordentlich Coins schaffen werde. Wie gesagt, das hier sind sogar die schlechten Packs. Die nächsten Streams werden wir das hier alles verziehen. Und dann hoffe ich, dass ich vielleicht da auch nochmal 500-600k raushole. Sind wir jetzt bei meinem Team, ist ja schließlich der Inhalt des Videos. 20-0 Team, so habe ich letzte Weekend League gespielt. So, fangen wir am Tor an. Donnarumma ist für mich eine 8 von 10, ist solide, hält manchmal sehr gute Dinge, hat aber auch manchmal so einen Patzer mit drinne. Ich glaube, ein Gold Mike Now und ein Gold Neuer sind für mich da besser, die ich bisher gespielt habe. Aber er geht auf jeden Fall fit und wegen Chemiezwecken habe ich den im Tor. Meine Verteidigung sieht so aus, und zwar habe ich Ashraf Hakimi mir gekauft für knapp 400k, ist sogar jetzt bei 450k oder so oder bei 480 sogar, ist vielleicht der beste Rechtsverteidiger im Spiel, ich weiß es nicht, habe noch nicht so viele getestet, aber er ist auf jeden Fall sehr, sehr solide. Ich habe jetzt noch Cavaral gezogen, Antrade und Dani Alves schon seit längerem, den will ich nächste Weekend League unbedingt mal testen, da gucken wir uns den mal an, aber Hakimi auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Rechtsverteidiger, kriegt von mir eine 9 von 10. Meine Innenverteidigung sieht so aus, Lucio, ich glaube der beste Innenverteidiger so im Spiel, ich habe jetzt auch noch nicht alle getestet, aber er ist schon wirklich, glaube ich, mit der Beste. Ferdinand ist okay, ich habe ihn halt Untrade gezogen im Basic Icon Pack. Er ist grundsolide, ich gebe den Mann eine 7 von 10 oder 7,5 von 10 und Lucio eine 10 von 10. Mein Linksverteidiger ist Theo Hernandez, ich habe ihn auch Untrade aus einem 84 Plus Pick gezogen, aus meinen Rewards, glaube vor 2-3 Wochen, als man ihn noch ziehen konnte. Er ist, glaube ich, der beste Linksverteidiger, kriegt von mir auf jeden Fall eine 10 von 10. Vielleicht ist Mondi ebenfalls so gut, aber er ist wirklich ein absolutes Brett, empfehlenswert, kostet zwar auch 600.000 Münzen, wenn man ihn kaufen will, aber sehr, sehr gut, vor allem auch gut linkbar mit einem Tomori, einem Tonali, den man sich jetzt mit Tokens vielleicht erspielen konnte. Und ja, wie gesagt, ein sehr, sehr krasser Linksverteidiger. Mein Mittelfeld sieht so aus, und zwar Vieira habe ich mir gekauft für 1,35, ist mittlerweile bei 1,1, er ist krass gesunken, aber er ist wirklich jeden Coin wert, vor allem die World Cup Icon, falls jemand die von euch gemacht hat, GG. Er hier ist für mich auch fast eine 10 von 10, ich würde ihm eine 9,5 geben, das Einzige, was mich bei ihm stört, ist ein bisschen der Passwert, der hätte ein bisschen besser sein können, aber er ist auf jeden Fall defensiv ein absolutes Brett, 9,5 von 10 würde ich ihm geben. Rabiot habe ich aus Chemiezwecken für Theo Hernandez und ihn. Er ist aber eigentlich auch grundsolide, der macht sein Zeug, ist jetzt nicht überragend, aber er kriegt von mir auch eine 7 von 10, ist grundsolide, der wird aber auch umgetauscht für einen wahrscheinlich World Cup Zidane. Kommen wir zu meinen offensiven 4 Leuten, und zwar der erste ist Messi, den lasse ich ingame dann auf rechts spielen, das werdet ihr dann sehen. Er ist immer noch gut, war natürlich am Anfang, als man ihn abschließen konnte, sehr, sehr gut. Ist natürlich jetzt dadurch, dass die ganzen Verteidiger alle Upgrades bekommen und Special-Karten, ist er natürlich auf dem Flügel vielleicht etwas zu langsam. Aber er geht auf jeden Fall noch fit, vor allem für Freistöße, Ecken und so weiter und so fort, ist er sehr, sehr brutal
und angeschnittene Schüsse ist eigentlich da auch fast jeder drin. Die Statistiken sind für einen Außenspieler auch okay. Knapp 300 Torbeteiligung in 500 Spielen, das passt. Ist für mich mittlerweile, er war für mich eine 8,5 von 10, ist jetzt nur noch eine 7 von 10. So, kommen wir zu Yacinho. Und zwar 90er mit Yacinho habe ich gezogen aus dem Basic oder Middle Icon Pack, glaube ich. Er ist wirklich ein absolutes Brett. Statistiken sagen jetzt nicht, dass der so krass ist. Der spielt bei mir auf links in Game, werdet ihr dann auch sehen. 5 Sterne Skill, 4 Sterne schwerer Fuß, hoch, hoch. Man merkt auf jeden Fall sein Tempo. Ich finde ihn schneller. Sein Schuss passt von Werten her, sein Passen passt auch. Dribbling finde ich extrem krass bei ihm. Beweglichkeit und Dribbling und seine Stärke. Er setzt sich auch mal gegen Innenverteidiger und so durch. Also er ist wirklich ein absolutes Brett. Ist er aktuell als SBC draußen. Deswegen, wenn ihr den auch craften könnt, macht es auf jeden Fall. Er ist sehr, sehr empfehlenswert. Kriegt von mir eine 9,5 von 10. Kommen wir zu meinen beiden Stürmern in-game. Ich glaube, ich muss nicht viel über den Mann sagen. Der ist ein absolutes Brett. Er hat auch knapp 350 Torbeteiligung in 500 Spielen, ist sehr gut. Was mir an ihm ein bisschen fehlt an Smolarek, sind die 4 Sterne Skill. Aber mit Übersteigern und so kann man ja diese auch ganz gut arbeiten. Deswegen ist er ein sehr, sehr guter Spieler. Vor allem im Sturm würde ich ihn euch empfehlen, falls ihr den auch spielt. Sein Tempo ist Wahnsinn. Er ist safe schneller als Mbappé in Game. Wenn der einmal vorbei ist, holt man den nicht mehr ein. Egal, ob der Verteidiger Lengthy hat oder nicht. Sein Schuss ist brutal. Man könnte meinen, er hat auch 5 Sterne schwacher Fuß in Game. Der ist wirklich, da ist auch mit rechts und links jeder drin. Seine Balance merkt man und seine Beweglichkeit. Die Stärke ist okay, also die merkt man jetzt nicht ganz so krass. Da finde ich zum Beispiel einen Yacinho besser von der Stärke her. Aber ist eine sehr, sehr gute Karte und würde ich auch weiterempfehlen zu holen für knapp 500k. Sehr, sehr guter Preis oder Preis-Leistungs-Verhältnis, auch eine 9 von 10 bei ihm. Mbappé, ich glaube, da muss ich nicht viel drüber erzählen, ist die beste Goldkarte im Spiel, sein Tempo ist gut, Abschluss, 5 Sterne Skill, Beweglichkeit, fühlt sich, finde ich, zum Beispiel stärker an als Smolarek, aber, na gut, werde sagen was anderes, aber ich finde ihn wirklich sehr, sehr big. Ich hatte ihn ja sogar untauschbar gezogen im vorletzten Stream, wenn ihr das Video seht, sehr, sehr big, konnte dadurch meinen Tauschbaren verkaufen, habe den für 1,7 damals gekauft, war nur noch bei 830k, habe da krass Verlust gemacht, aber ich habe ihn halt wieder untauschbar. Deswegen auch für mich eine 9,5 von 10, meine Stürmer finde ich sehr, sehr krass, bis auf Messi, der ist immer noch gut, aber kein absolutes Brett mehr. Kommen wir zu den Anweisungen, ist ja schließlich hier das wichtigste Thema im Video. Ich habe die ganzen 20 Spiele wirklich nur eine Formation gespielt und nur eine Taktik, und zwar dieser. Ausgeglichen 45, 55, ausgeglichen direkte Pässe 55, das müsste Standard sein, 6, Ecken 3, Freistöße 2. Warum? Ich möchte einfach hinten ein bisschen kompakter stehen und ein bisschen weiter weg vom Strafraum. Ich hatte hier erst 60, aber das war mir dann ein bisschen zu weit weg, weil die R1 L1-Dreieckpässe einfach dieser viel zu krass sind. Kommen wir zu der Offensive. Da habe ich, wie gesagt, ausgeglichen direkte Pässe. Würde ich euch sehr ans Herz legen, das hier zu machen auf jeden Fall. Hier kann man sich streiten, hier kann man variieren. Da müsst ihr selber testen, was für euch das Beste ist. Direkte Pässe aber wirklich sehr, sehr gut. Das lege ich jedem ans Herz, weil die Spieler sich da extrem gut, extrem schnell und in die Räume freilaufen. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. 55 Breite, da ich Messi und Yacinho, werdet ihr gleich sehen, meine beiden Außenspieler, noch mehr nach außen ziehen will im Tick, damit meine Stürmer mehr Platz haben. Spieler im Strafraum 6 ist Standard, damit ich genügend Spieler vorne drin habe in der Box. Natürlich sollen meine beiden Sechser mit Rabiot und Vieira hinten bleiben. Ecken 3, Freistöße 2, ja, muss man jetzt nicht viel sagen, ist halt normal. Je nachdem, wie ihr euch fühlt, könnt ihr 3-3 machen, 2-2, wie auch immer. Das ist meine Formation, die 4-2-2-2, ich habe ja schon viel drüber erzählt. Genau, vorne Smolarek, Mbappé im Sturm, wirklich sehr, sehr gut. Yacinho, Messi außen, Rabiot, Vieira, meine Verteidigung bleibt natürlich Standard. Meine Anweisungen sind eigentlich fast alles Standard, muss ich sagen. Bis auf hier Smolarek, Mbappé zentral orientieren und der Schnellere, für mich ist Smolarek schneller, Abwehr überlaufen. Deswegen sonst bei Mbappé einfach nur zentral orientieren. Bei Messi habe ich so gelassen, bei Yacinho habe ich auch so gelassen. Meine Außenverteidiger nur hinten bleiben, das war's. Innenverteidiger habe ich auch gelassen. Donnarumma Flankenfänger,
Meine beiden Sechser haben Mitte abdecken und hinten bleiben. Für die, die es interessiert, das sind so meine Rollenverteilung. Lucio Kapitän, Jasinho und Messi machen so Freistöße und Ecken und Elfmeters Mollerick. So, Freunde, das war's auch schon mit den kleinen Taktiken und Anweisungen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wie gesagt, Däumchen nach oben. Haut gerne mal in die Kommentare, was ihr für eine Formation spielt. Übernehmt das, wie gesagt, mal gerne in Rivals, testet das aus oder in der Weekend League. Mir hat es sehr geholfen, vor allem fühlt es sich so an, als hätte man ein Spieler mehr auf dem Platz und die Spieler laufen sich wirklich so krass gut frei. Die Formation ist auch absolutes Brett. Ich glaube, ich spiele seit FIFA 22 fast nur noch die 4-2-2-2. Die ist immer gut. Deswegen testet es gerne mal aus und wir sehen uns wieder. Bis bald.